Hallo Rainer. Hallo. Wir wollen schneller aus der Atomkraft bundesweit raus. Was ist der Anteil NRWs an erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren? Wie schaffen wir das? Also wir müssen die Blockade der letzten 5 Jahre durchbrechen. Wir wären ja verrückt, wenn wir den erneuerbaren Ausbau, der kommen wird, nur an der Küste und in den anderen Ländern zulassen, weil da hängen Arbeitsplätze dran. Und wenn wir uns deindustrialisieren wollen, dann lassen wir zu, dass alle anderen Erneuerbare machen. Wir brauchen in NRW Erneuerbare, wir brauchen Kraft-Wärme-Kopplung und wir wollen ganz moderne Gaskraftwerke, ganz schnelle. Und wir kriegen, wenn wir ein bisschen Glück haben, in Düsseldorf, direkt neben dem Landtag, das modernste Gaskraftwerk der Welt. Und das wäre eine riesige Freude, wenn das zu schaffen wäre. Jetzt schreien alle nach Kohle. Wie machen wir das gerade im Kohleland NRW, dass wir diese Technik nicht weiter nach vorne holen? Ehrlich gesagt, das schreien doch gar nicht alle. Das ist eine kleine Lobby. Man muss bei dem ganzen Gekakel jetzt auch aufpassen, wer schreit. In NRW sind 6 große Kohleblöcke im Bau. Jedes weitere Kohlekraftwerk ist ein ökonomisches Risiko. Die Dinger laufen nicht mehr in der Grundlast. Sie müssen im Mittellastbereich 2.000-3.000 Stunden im Jahr laufen. Dann werden die hoch unwirtschaftlich. Wenn die erneuerbaren Energien stärker ins Netz gehen und Schwankungen haben, dann brauche ich als Ergänzung Gaskraftwerke, weil die innerhalb von wenigen Minuten auf Leistung sein können. Kohlekraftwerk ist eine gemütliche alte Lokomotive, die ich dann langsam hochfahre, wo jemand heizt. Das dauert so lange. Das heißt, solche Kraftwerke jetzt zu bauen, heißt sie unwirtschaftlich zu machen. Ich glaube auch nicht, dass die Unternehmen das machen. Da sind nur Interessierte, die da unterwegs sind, die mehr Bergbau wollen, die Forschungsbergwerke wollen. Das sind Kohleromantiker, die die Zeichen der Zeit noch nicht gehört haben. Und das schaffen wir mit Rot-Grün in den nächsten wie vielen Jahren? Naja gut, diese Landesregierung baut ja selber kein Kraftwerk. Wir haben uns verständigt auf KWK-Anlagen, wir haben uns verständigt auf Energieeffizienz, auf Erneuerbare. Die Unternehmen müssen entscheiden. Und ich bin da ganz gelassen. Wir unterstützen die Unternehmen bei Gaskraftwerken, das ist ja auch Teil unserer Koalition. Und ob jemand noch ein Kohlekraftwerk baut, bin ich sehr, sehr skeptisch. Alles klar, vielen Dank.